There's the fucking nose. The problem child. See that? Alien. Alien. That's the nose. Now next we're gonna take the hair off. I'm just trying to get some glue on. Here's the now tooth. See this? Yeah, fucking tooth. See that? Oops. No, Milton couldn't do nothing fast. And now, the extremely cool and urbane Mr. Nichols. Thank you. Auch ohne Maske bewegt sich Jack Nicholson außerhalb jeder Norm. Eine wohlvertraute Ikone, die unter allen anderen hervorsticht. Eine Schauspielerlegende, dreimal Oscar prämiert, dutzendfach ausgezeichnet. Der einzige Superstar, der schlicht und einfach Jack genannt wird. Das Paradoxe an Jack ist, wir wissen so viel über ihn. Er ist uns so vertraut und gleichzeitig bleibt er rätselhaft. Egal, wie gut du ihn kennst, er bleibt ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das der Schauspieler kultiviert, indem er seine Spuren bewusst verwischt. Unberechenbar, ungreifbar entzieht er sich jeder Festlegung. In den 50 Jahren seiner Karriere und in über 60 Filmen, darunter einige Meisterwerke, zeigt er sich mal liebenswert, mal unheimlich. Verführerisch oder furchteinflößend. Doch all diese ungleichen Rollen haben eines gemeinsam. In ihnen offenbart sich Jack Nicholson. So, 10 minutes. 12:15. We're recording. How divorced from you, Jack Nicholson, the person, are you from your characters? Basically, I think one of the nice things about being an actor is that you get to really explore something. You know, you find something about yourself that you have in common with a character, and then you kind of dig at it and flop it out and throw it out. Eine sehr persönliche Suche. Für die meisten Schauspieler eine Selbstverständlichkeit. Doch bei Jack nimmt sie eine andere Dimension an. Das Kino ist sein weißes Blatt, auf dem er sich erzählt und seine dunklen Seiten offenlegt. In Jack Nicholsons Filmografie einzutauchen ist so, als verlöre man sich im Labyrinth aus Shining. Eine aberwitzige Schnitzeljagd. Hinter seinen vielen Gesichtern erkennen wir Fragmente seines Wesens. Diese eigentümliche Zwiesprache zwischen Jack und seinen alter Egos beginnt schon 1958 in seinem ersten Film. There he is, folks. The boy with the gun. The crowd is going crazy. The police can't hold him back. Schon hier, als Jimmy Wallace, spielt er den, der er tatsächlich ist. Ein 21-Jähriger, der sich unwohl fühlt und an seiner provinziellen Heimatstadt erstickt. Spring Lake, New Jersey. Ein gesichtsloses Nest am Atlantik, über dem noch heute der Mief von Konformismus und Langeweile hängt. In dieser Stimmung von Stagnation wächst Jack Nicholson auf, in bescheidenen Verhältnissen. Auf diesem Foto von 1954 aus dem Archiv seiner Highschool ist er 17 Jahre alt. Ein hochbegabter Schüler, der eine Klasse übersprungen hat. Doch sein gezwungenes Lächeln verrät Unbehagen. Er war ein schüchterner, sensibler Junge. Ich glaube, diesen Teil von Jack gibt es immer noch, wenn auch verschüttet unter dem großen Filmstar, der er heute ist. Er ist katholisch aufgewachsen, ging zur Kommunion, war Ministrant. Ein kleiner Engel. Später auf der Highschool war es dann nicht mehr besonders cool, ein Musterknabe zu sein. Deshalb gab er sich dort eher als Rowdy. Er flog aus dem Unterricht und war unverschämt zu den Lehrern.
Wir waren in derselben Klasse und hingen mit denselben Typen rum. Er hatte eine ziemlich große Klappe. Andauernd störte er den Unterricht mit irgendwelchen Mätzchen und piesackte die anderen, weil er gemocht werden wollte. Er war eher pummelig und das war auch sein Spitzname, Pummel. Er hatte ein strahlendes Lächeln, das zu sagen schien, ich bin Jack, habt mich gefälligst lieb. Er zwingt alle Welt, ihn zu mögen und meist klappt das auch. Schon in sehr jungen Jahren begreift Jack, was der Antrieb in seinem Leben ist. So zu tun, als sei er ein anderer. Er will über den Horizont von Spring Lake hinaus. 1955 arbeitete er als Strandwächter und am Ende der Saison stand er ohne Job da. Er lieh sich Geld von einem Kumpel, kaufte sich ein Auto und machte die Biege. Die meisten seiner Klassenkameraden blieben für immer in Spring Lake oder zumindest in der Region, traten in die Fußstapfen ihrer Eltern. Aber er wollte New Jersey hinter sich lassen und ging nach Hollywood über Nacht. Mit 18 Jahren fährt Jack allein quer durch die USA, um einem vorgezeichneten Schicksal zu entfliehen. In Hollywood ist er nur ein namenloser Hungerleider aus der Provinz unter tausenden anderen. Doch insgeheim hegt er hochfliegende Träume. Zuerst hatte er einen Job als Laufbursche bei MGM in der Animationsabteilung. Das hieß Botengänge, Kaffee kochen. Es war perfekt, weil er im Studio rumlaufen konnte und mitbekam, wie Filme gemacht wurden. Er liebte es. Er wollte ins Filmbusiness, aber er meinte, zu Hause darf das keiner erfahren, die lachen sich tot. Man ging nicht einfach nach Kalifornien und wurde Filmstar. Es war die Zeit von James Dean und Marlon Brando. Um sich neu zu erfinden, muss Jack die stickige, sarkastische Stimmung seiner Heimatstadt hinter sich lassen. Doch in der Traumfabrik Hollywood wird ihm schmerzlich bewusst, dass er nichts hat, womit er punkten könnte. Rein körperlich passt Jack Nicholson nicht ins Rollenfach des jugendlichen Liebhabers. Schon früh hat er eine beginnende Glatze, ein eher breites Becken und einen schwerfälligen Gang. Zu atypisch. Zu wenig perfekt für das amerikanische Kino der späten 50er Jahre. Why? Your mother and father aren't going to worry about you now. Not a week away from our wedding. Außerdem mochte er seine Stimme nicht. Sie sei zu näselnd, wie bei einem Hinterwäldler aus dem Mittleren Westen. Alle meinten, deine Stimme ist zu hoch und mit diesem New Jersey-Akzent hast du beim Film keine Chance. You're not going to make it in the movies. Trotzdem wird Jack Schauspieler. Viele kleine Film- und Fernsehrollen folgen aufeinander. Aber nirgends scheint er so recht hineinzupassen. Sein Typ ist nicht gefragt. Wenn Jack sich um Rollen bewarb, verschickte er zwei Arten von Fotos. Auf den einen sah er aus wie der nette, ehrliche Junge von nebenan. Auf den anderen war er ein grübelnder, mürrischer Schurke à la James Dean. Dabei ist er weder das eine noch das andere. Er brauchte eine Weile, um herauszufinden, wer er auf der Leinwand eigentlich war. In the early films you did, did people cast you in one particular type? No, they didn't. At the time I ardently wished that they did, because it would have meant they knew who I was, no less what type I was. Is this Dr. Farb's office? Nur ein einziger Regisseur erkennt damals das Besondere an Jack, Roger Corman.
Der Vater aller B-Movies bietet Jack eine kleine Rolle an, die alles sprengt, was damals üblich ist. Jack hob sich von anderen jungen Schauspielern ab, weil er hochintelligent war und sehr schlagfertig. Und er hatte Sinn für schrägen Humor. So goody, goody, here it comes. Mit der Figur des masochistischen Patienten knüpft Jack an den Clown an, der er zu Schulzeiten war. Er weiß, dass er in dieser Rolle gut ankommt. Jack tat, was er immer tat. Er spielte sich selbst. Er nahm sich das Drehbuch vor, den Dialog, die Figur und machte sie sich zu eigen. Die drei Filme, die Jack mit Corman dreht, bringen ihm noch nicht den Durchbruch als Schauspieler. Ein paar Drehtage für eine lächerliche Gage. Doch für den jungen Schauspieler ist es eine Chance. Corman lässt ihm beim Spiel fast völlig freie Hand. Und vor allem, er bekommt Zugang zu den wichtigsten Leuten. Denn ausgerechnet diese mittellose, unbedeutende Produktionsfirma wird zur Keimzelle des neuen amerikanischen Kinos. In den späten 50er und 60er Jahren kommt es in Hollywood zu einem Umbruch. Die großen Studios verlieren an Macht. Es ist die Stunde der unabhängigen Filmproduktionen. Roger Corman hatte den Weitblick, die größten aufkommenden Talente der 60er und 70er Jahre um sich zu versammeln. Coppola, Scorsese, Monty Hellman, Jonathan Demme, Dennis Hopper, Peter Fonda, Bruce Dern, Jack Nicholson. Die Liste ist lang. Wir waren alle jung, wir waren Freunde und bis zu einem gewissen Grad Konkurrenten und Teil einer neuen Bewegung in Hollywood. In diesem Umfeld sprudelnder Aktivität beginnt Jack aufzublühen. Bei den Dreharbeiten mit Corman kommt er mit allen Sparten des Metiers in Berührung. Sein Horizont erweitert sich und sein Ehrgeiz wächst. Wir fühlten uns beide viel mehr vom europäischen Kino angezogen. Jedes Mal, wenn ein neuer Film von Kubrick, Olmi, Godard oder Truffaut rauskam, rannten wir hin. Und wir verbrachten Stunden damit, Pläne zu schmieden, wie wir selbst Regie führen könnten. Nicholson war gebildet, er interessierte sich für das Abwegige und Absurde und er war begeistert von Camus' Mythos des Sisyphos. Die neue Generation amerikanischer Künstler und Schauspieler war infiltriert von europäischer Kultur und Jack sagte sich, ich werde anfangen zu schreiben. Seine Intelligenz, die ihm von klein auf geholfen hat, sich zu tarnen, kommt ihm nun beim Schreiben zugute. Sein erstes Drehbuch von 1964 bringt eine dunklere, gequälte Facette seiner Persönlichkeit ans Licht. You know anything about death? Death? Yeah, you know, death. Are you interested in death? It's something that we all go through, at least once. He was a terrific writer. Jack konnte ausgezeichnet schreiben. Er war gut in allem, was er anpackte. Aber weil er anspruchsvolle Drehbücher schreiben wollte, nicht nur kommerziellen Mainstream, bekam er keine Anerkennung. Wie so viele von uns steckte er in einem Zwiespalt. Er wollte Filme machen, die ein größeres Publikum erreichen, aber gleichzeitig war er auf der Suche nach Wahrhaftigkeit. Die neuen Regisseure wollen Filme machen, die die Umbrüche ihrer Zeit widerspiegeln. Als der Vietnamkrieg immer mehr eskaliert, rebelliert die amerikanische Jugend. In einem Klima von Rassenunruhen, politischem Protest und sexueller Revolution stehen alle bisherigen gesellschaftlichen Werte auf dem Prüfstand. Ready? One, two, three, four. Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Filmrollen. Doch Jack Nicholsons Typ ist immer noch nicht gefragt. Mit 31 Jahren schon etwas zu alt, um einen glaubwürdigen Hippie abzugeben, bewegt er sich am Rand der Lächerlichkeit. Er wollte gar nicht mehr als Schauspieler arbeiten. Er meinte, ich geb's auf, ich führe nur noch Regie. Ich ertrag das nicht mehr. Jack ist ein großer Freund von Joints und halluzinogenen Trips. Trotzdem gehört er nicht zur Gegenkultur.
Gerade jetzt, da er nicht mehr spielen will, erobert er die Leinwand. 1969, als niemand mehr damit rechnet. Ja! Indians. Zunächst war Easy Rider nur eins unter vielen B-Pictures. Doch der Film revolutionierte das amerikanische Kino. Die Helden dieses Road-Movies, zwei Außenseiter, sehen sich mit der konservativen und rassistischen Provinz der USA konfrontiert. Jack gehörte zu keiner der beiden Welten. Doch in einer winzigen Rolle und mit knapp 15 Minuten auf der Leinwand ist er der strahlende Held des Films. Die Ironie war, dass er da reingezogen wurde und eine Rolle spielte, die er nicht spielen wollte. Aber der Film brachte die entscheidende Wende für seine Karriere. Wer ist dieser Typ, der den Alkoholiker spielt? Peter Fonda und Dennis Hopper wirken blass neben ihm, weil sie kaum spielen, bei der Arbeit Gras rauchen und so weiter. Überhaupt war es ein denkwürdiger Dreh. Aber Nicholson war grandios. Oh, we represent to them, man, if somebody needs a haircut. Oh, no. What you represent to them is freedom. Mit 32 Jahren spielt Jack zum ersten Mal eine Figur, die ihm entspricht. Intelligent, verrückt, voller Brüche. Swamp. How did you respond to your character in the film? Oh, I liked my character the minute that I read it right away. I felt like he was a character sort of out of control internally, but on had a very good view of the outside. You know, somebody's a little wacky at times, but a lot in the character I could very easily get behind myself. Like George Hansen. Genau wie seine Figur George Hansen ist auch er ein Loser. Er glaubt nicht an den amerikanischen Traum. Auch später, während seiner gesamten Karriere, spielt er fast ausnahmslos Loser. He plays losers. And he reflected a whole generation. Er stand für eine ganze Generation, die anders war als die vorherige. Sehr eigenwillig, sehr individualistisch. Jack war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. He was the right person at the right time. Easy Rider wird auf der Stelle zum Kultfilm, als atemberaubendes Spiegelbild seiner Epoche. Und macht Jack Nicholson über Nacht berühmt. Produziert mit ein paar tausend Dollar, bringt der Film Millionen ein und verändert das Kräfteverhältnis in Hollywood drastisch. Plötzlich überlässt man dieser neuen Generation von Cineasten die Herrschaft in Hollywood. Es hieß, wir kennen uns nicht mehr aus, aber ihr wisst offenbar, wie es geht. Man muss nur lange Haare haben, nach Gras riechen und sagen, ich will einen Film machen und schon kriegt man Geld. Jack wusste, dass er mit Easy Rider das große Los gezogen hatte. Er bekam gleich eine Oscar-Nominierung und wurde über Nacht zum Star. Und er war bereit dafür. Fünfzehn Jahre nach seiner Ankunft in Los Angeles steigt der Mann, der sich als Bauerntrampel aus New Jersey bezeichnet hat, in den Film-Olymp auf. Er legt sich einen Wohnsitz am Mulholland Drive zu, neben anderen Stars. Jack ist bereit für ein Leben in Saus und Braus. Ich erinnere mich, dass Jack ganz aus dem Häuschen war. Ich kriege eine Villa neben Marlon Brando. Die Vorstellung gefiel ihm. Brando war der große Held unserer Generation. Eine Ikone. An icon in our minds. Doch Jack lässt die Gelegenheit verstreichen, gemeinsam mit seinem Idol einen Film zu drehen. Mittlerweile kann er sich vor Angeboten kaum retten und genießt es, die Diva zu spielen. You turned down both The Godfather and The Sting. Is that true? Yes, that's true. Godfather was going to be a good film. I'd always wanted to work with Marlon. But I was asked to play the lead in it, and A, I felt it should be an Italian person, and B, didn't have any scenes with Marlon in the script I read. So that's why I turned that down. And The Sting, as I say, it was because the ones that I did at that period of time, I happened to like more.
Jack war immer sehr darauf bedacht, ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. Er stilisierte sich zum Außenseiter in Hollywood, obwohl er der Insider schlechthin war. Und er wollte Rollen spielen, die sich am Rand des Akzeptablen bewegten, im Hinblick auf die Ausdrucksweise oder bestimmte Sexszenen. So konnte er sich selbst erforschen und den Zuschauern nur so viel preisgeben, wie er wollte. Jetzt, da er die Wahl hat, entscheidet sich Jack für Autorenfilme wie Beruf Reporter von Michelangelo Antonioni. Sehr persönliche Underground-Filme, als Gegenpol zu seinem Status als Star. Nach und nach entblößt er sich in diesen Filmfiguren, die ihm auf den Leib geschrieben sind, subversiv und ganz dicht an dem, was ihn selbst ausmacht. Yes. Yes, I have missed you. Do you want to know why? Yeah. Because you're very simple-minded. Screw you. In einem Film seines Freundes Henry Jaglom schlüpft er in die Haut von Mitch, einem boshaften, ungenierten Don Juan, der sein Bruder sein könnte. Die Figur war von ihm inspiriert. Er spielte Mitch nicht bloß. Ich hatte Jack vor Augen, als ich das Drehbuch schrieb. Er war einfach Mitch. Die Frauen flogen auf ihn und damals war er nicht besonders scharf darauf, sich festzulegen. Er war das Gegenteil von monogam, was auch immer das sein mag. Und gefährlich. Er verdrehte den Frauen den Kopf. Sie waren überglücklich und dann verdrückte er sich. Der uncoole Junge, der er einmal war, scheint Lichtjahre entfernt. Jack ist buchstäblich verwandelt. Inzwischen hat er den Beinamen der große Verführer. Seine erste und einzige Ehe hält nur 5 Jahre. Jetzt, da er unwiderstehlich ist, ist er auch unersättlich. You're real brick, you know that? Brick. In carnal knowledge, did you draw on your own experience with women? Naturally, I will draw on my own experience with women in every part I play. What is your own experience with women? What's my own experience with women? I've had a lot of experience with them so far. Pretty good so far. Wie bescheiden er ist, der große Verführer. Doch hinter dem Raubtierlächeln verbirgt sich eine unrühmliche Vergangenheit. Zwischen Jack und den Frauen stand es nicht immer zum Besten. Und sein zwanghaftes Bedürfnis zu verführen kann auch als Rache verstanden werden. Als Jack aus New Jersey kam, war er ohne Zweifel noch Jungfrau. Er traf nicht als der große Verführer in Hollywood ein, sondern als Junge, der noch nie eine ernsthafte Beziehung mit einem Mädchen hatte. Er selbst sagt in vielen Interviews, dass er ein schlechter Liebhaber war. Er litt unter vorzeitigem Samenerguss. Später, als er Freundinnen hatte und eine Therapie machte, meinte er, immer wenn ich mit einer Frau schlief, war ich mit meiner Mutter im Bett. Ich habe alle an ihr gemessen. Es kostet Jack viele Jahre, sich von diesem massiven Ödipus-Komplex zu befreien. In der Tat ist es schwer, mit einer Frau wie seiner Mutter zu konkurrieren. Ethel May ist eine Kämpferin, die ihren Sohn allein großzieht. Jacks Vater, ein Alkoholiker, verschwindet am Tag nach seiner Geburt. Um ein Auskommen zu haben, eröffnet Ethel May einen kleinen Frisiersalon im Erdgeschoss ihres Hauses in Spring Lake. Meine Mutter ging in den Friseursalon seiner Mutter. Es war ein großer Raum mit riesigen Trockenhauben und es roch stark nach diesen Chemikalien für Dauerwellen. Der Geruch bleibt einem ein Leben lang in der Nase. Ich saß da und Jack kam raus, während seine Mutter meine frisierte. Er wollte Geld fürs Kino. Sie sagte, das geht jetzt nicht, ich habe zu tun. I have been to many tropic ports.
Also ging er in den Nebenraum und kam mit ihrem Portemonnaie zurück. Er war hartnäckig, typisch Jack. Sie gab ihm das Geld und er lächelte, mit diesem Lächeln, das er damals schon drauf hatte. Er schien zu sagen, na also, geht doch. Jack wächst in einem ausschließlich weiblichen Universum auf, bei den Kundinnen des Salons, seiner Mutter und den beiden großen Schwestern, Lorraine und June. Jack war ein verwöhntes Kind. Alle scharwenzelten um ihn rum, hätschelten, liebkosten und frisierten ihn. Ein gepuderter, parfümierter kleiner Kloß. So sah er aus, völlig verzärtelt. Er wurde von Frauen aufgezogen, die ihn verwöhnten. Ganz egal, was für Frechheiten und Trotzanfälle er sich herausnahm, sie verziehen ihm alles. Er konnte so boshaft und ungezogen sein, wie er wollte. Er bekam immer nur Liebe zurück. Es fehlt die väterliche Autorität. Und Jack kennt keine Grenzen. Der übermäßig behütete kleine Tyrann, der er einmal war, gepeinigt von einer unbändigen Wut, ist immer ein Teil von ihm geblieben. Jack schöpft aus diesem frühen Mangel und trägt den Zorn, der in ihm kocht, in seine Filmrollen. I am the motherfucking Shore Patrol, motherfucker! I am the motherfucking Shore Patrol! Give this man a beer! Seine Schwester Lorraine ist verstört, als sie ihn auf der Leinwand sieht. Is this an ultimatum or not? Because if it is, I'm gonna tell you what you can do with your ultimatum! I'm gonna tell you what you can do with it! You can make this goddamn bed! That's what you can do with it! Try bed cleaning up this filthy sheet! That's what you can do! Das Kino ist für ihn ein Mittel, die Vergangenheit auszutreiben. Wiedergutmachung scheint möglich. Bobby Dupire, der Held aus Five Easy Pieces, ein Mann sucht sich selbst, ist vor seinem Milieu und der Familie geflohen und versucht nun, sich seinem Vater wieder anzunähern. Were there echoes of your relationship with your own father in that film? That was a sort of a very much an intimate family-like experience. But there, it's essentially, interestingly enough, I feel an anti-family movie. I get very sad behind it, if you want to know the truth, when I think about it, because it causes a lot of illusion. It gives people enormous emotional problems to deal with, you know, long into their younger adult life and maybe forever. Um sich vom eigenen Schmerz zu erlösen, besteht Jack darauf, den Wiedersehensmonolog selbst zu schreiben. Als strebe er eine Versöhnung an mit dem Vater, der ihn im Stich gelassen hat. I don't know what to say. Tina suggested that we try to. I don't know. I think that she feels that we've got some understanding to reach. Mit dieser Rolle glaubt Jack, die offenen Rechnungen der Vergangenheit beglichen zu haben. Nach 5 Filmen, die sich aus seinen intimsten Verletzungen speisen, ist der Moment gekommen, die Nabelschau hinter sich zu lassen. Zeit für den Genrefilm. You're a very nosy fellow, kitty cat, huh? You know what happens to Chinatown ist eine Hommage an den Detektivfilm der 30er Jahre. Mit Jacks Leben hat das nichts zu tun, so scheint es. Doch der Schein trügt. Die Ermittlungen des Filmdetektivs Jake Gitz konfrontieren ihn mit seiner eigenen, düsteren Familiengeschichte. Durch einen aberwitzigen Zufall nimmt die fiktive Tragödie die Katastrophe vorweg, die das Leben des Schauspielers aus der Bahn werfen wird. 1974, kurz nach dem Kinostart des Films, enthüllt ein Journalist ein Geheimnis, das Jack kalt erwischt. Jacks Schwester June ist in Wirklichkeit seine Mutter. Bei seiner Geburt ist sie ein junges Mädchen. Sie bricht die Schule ab, um Varieté-Tänzerin zu werden. Ein hübscher, lebenshungriger Teenager,
Mit 16 wird sie schwanger, ohne zu wissen, wer der Vater ist. Mutter Ethel May nimmt die Sache in die Hand, aus Angst vor der Schande. Sie schickt June zur Entbindung nach New York, behauptet, das Baby sei ihr eigenes und nimmt ihren Töchtern das Versprechen ab, niemals die Wahrheit preiszugeben. Das war 1937 in einer katholischen Gegend von New Jersey. Ein unehrliches Kind hätte öffentliche Schande und das gesellschaftliche Aus bedeutet. Deshalb hielt die Familie an diesem Schmierentheater fest. Und nun erfährt Jack, dass er keine Ahnung hat, wer sein Vater ist und dass June gestorben ist, ohne es ihm zu sagen. Warum? Auch Ethel May starb, ohne ihm etwas zu sagen. Warum? I said I want the truth. She's my sister. She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth. She's my sister and my daughter. Die Figur, die von Faye Dunaway gespielt wird, ähnelt auf unheimliche Weise June, Jacks Schwester und Mutter. Eine seltsame Fügung macht dieses Drehbuch zum Echo seiner eigenen Geschichte. Die Wirklichkeit hat sich Jacks Kontrolle entzogen und infiziert nun auch die fiktive Welt. Doch anders als seine Figur erhält Jack auf seine Fragen keine Antwort. Jack ist floored. Jack war am Boden zerstört. Angeblich soll er Privatdetektive engagiert haben, um herauszufinden, was wirklich geschehen war, wer sein Vater war. Es belastete ihn, und so, wie ich ihn kenne, wird es ihn bis zu seinem Lebensende belasten. In den darauf folgenden Filmen sieht man ihn auf der Leinwand Zusammenbrüche erleiden, emotional, geistig, körperlich. Die Enthüllung der Familienlüge setzt in Jack etwas Dunkles frei. Eine dumpfe Wut, die bei seinem Spiel mehr und mehr die Oberhand gewinnt. Interessanterweise verschafft sie sich ausgerechnet hier Luft. In einer echten psychiatrischen Klinik. Der Held in Einer flog über das Kuckucksnest gibt vor, verrückt zu sein und stellt die herrschende Ordnung einer Nervenheilanstalt auf den Kopf. Die Rolle ist für Jack das perfekte Ventil. Er wird eins mit dem Team, in dem echte Patienten und Schauspieler bunt gemischt sind, und vertraut sich ganz der Führung seines Regisseurs Milos Forman an. Der ermuntert seine Schauspieler zu improvisieren und Jack übertrifft alle Erwartungen. Er hing mit Danny DeVito und den anderen am Set rum und improvisierte. Und jedes Mal, wenn eine Einstellung wiederholt wurde, traf Nicholson wieder ins Schwarze. Drei- oder viermal und das passte immer haargenau. Ich hatte das Gefühl, jemanden bei der Arbeit zuzusehen, der sein Handwerk wirklich verstand. All right, here's Tresh, the next batter. Tresh looks in, Koufax. Nicholson ist begeisterter Baseball-Fan. Und so erfindet er aus dem Stand den Kommentar zu diesem fiktiven Match. It's a long fly ball in the left center. Beim Dreh identifiziert er sich vollkommen mit diesem Anarchisten, der sich jeder Autorität widersetzt, hier in Gestalt der grausamen Schwester Ratchet. Would you like to rest today or would you like to join the group? I'd love to join the group. I'm proud to join the group, Mildred. Schon bald kann niemand mehr unterscheiden, wann der Schauspieler er selbst ist und wann seine Figur. I think they're both rebels. Beide sind Rebellen. Jack hat das im Blut. Mit ihm legt man sich besser nicht an. They can't fuck with them. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anders der Figur so viel Leben eingehaucht hätte und solche Tiefe. Lee Strasberg sagte immer zu uns, wenn ihr daran arbeiten müsst, in Ordnung. Aber manchmal braucht ihr einfach nur da zu sein. Und das, was ihr seid, ist schon die Arbeit. So war es bei Jack. All right, ready? Action! All right. Oh, Max. Oh. 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 Oh.
Diese Szene ist für Jack die äußerste Katharsis. Gerade so, als sollte Schwester Ratchet für alle Frauen büßen, die ihn verraten haben. And a winner is Jack Nicholson in one corner. Jack Nicholson ist das Risiko eingegangen, sich rückhaltlos auf der Leinwand zu offenbaren. Und genau damit macht er das Rennen. 1976 gewinnt er seinen ersten Oscar und die einhellige Anerkennung der Hollywood-Größen. Well, I guess this proves there are as many nuts in the Academy as anywhere else. Easy Rider hat ihn zum Star gemacht. Einer flog über das Kuckucksnest, macht ihn zur Kultfigur, zur Verkörperung des Rebellen schlechthin. Mit Anfang 40 hat Jack Nicholson alles erreicht. Hi, darling. It's Toots. No, they just want to know when I'm coming for dinner. Anything's fine with me. Okay, darling. See you later. Bye. Who's Toots? Angelica. Dahinter verbirgt sich Angelica Houston, die Tochter des Regisseurs John Houston. 1973 lernen sie sich kennen und es gelingt ihr, sich den überdrehtesten Playboy Hollywoods zu angeln. Sie war die Prinzessin aus dem Märchen und er war aus New Jersey. Er begriff sofort, dass sie mit John Houston verwandt war. Ich glaube, er fühlte sich geschmeichelt. Für Jack ist John Houston weit mehr als ein großer Regisseur. Er ist Vorbild, wenn nicht gar Ersatzvater. Beide lieben Zigarren, schöne Frauen und teilen die Abneigung gegen das Prinzip Treue. Jack traf sich auch weiterhin mit anderen Frauen. Manchmal waren es nur One-Night-Stands. Einige waren Berühmtheiten, andere Kellnerinnen. Angelica ließ ihm sehr, sehr viel durchgehen. Ihr Vater war noch schlimmer als er und sie hatte großes Verständnis für schwierige Typen. Sie war wie für Jack geschaffen. Sie waren das perfekte Paar. Jack Nicholson hat die ideale Frau gefunden. Und dennoch... Weder Liebe noch Ruhm können das Bedürfnis nach etwas anderem stillen, das ihn verzehrt. Und er braucht immer mehr davon. Die 80er Jahre beginnen für ihn exzessiv, in jeder Hinsicht. Nicholson ist ein Genussmensch, eine seltsame Mischung aus einem notorischen Nörgler und einem Genießer. Jack hat immer strikt unterschieden zwischen Tag und Nacht, zwischen Arbeit und Vergnügen. Und Vergnügen hieß Partys, Drogen, Frauen. Er wusste genau, dass diese klare Trennung ihm gut tat und ihm half, durchzuhalten. Jack Nicholson hat auch etwas von einem verzogenen Gör. Sein Grundantrieb ist, nicht so zu sein, wie andere es ihm vorschreiben. Diese Unzufriedenheit ist interessant. Er weiß immer, was er nicht will, aber letztendlich hat er keine Ahnung, wonach er sich wirklich sehnt. Grenzen einreißen, immer weitergehen. Bei dieser Suche ohne Ziel wird das Kino zum Schauplatz seiner Verwandlung. Inzwischen geht es nicht mehr darum, sich selbst zu spielen. Geschweige denn irgendetwas vorzutäuschen. Jack ist kurz davor, tatsächlich in den Wahnsinn abzudriften. That's the best approach to have, you know. Never be satisfied, never get lazy, always be reaching out. That's what an actor's about. Trying something that you haven't tried before. You know, the really tasty part of the craft is you can just be someone else. And the more convincingly you are that other person, the better you've done your job. Kann es ein besseres Gegengift für seine traumatischen Verletzungen geben, als der andere Jack zu werden? Ein Doppelgänger, der in die Psychose abgleitet und seine Familie ermorden will? Mit Stanley Kubrick dringt Jack in eine neue Dimension vor.
Shining ist ein heikles Unterfangen. Mit Stanley Kubrick zu arbeiten, war für alle amerikanischen Schauspieler der heilige Gral. Der Dreh dauert fast anderthalb Jahre, die Takes sind unwägbar und Kubricks Perfektionismus der reine Wahnsinn. Jack erzählte mir, dass Kubrick immer wieder sagte, mach's nochmal, mach's nochmal. Und Jack dachte, naja, er wird sich dann was Gemäßigtes raussuchen. Aber Kubrick entschied sich immer für die Einstellungen, in denen er besonders krass war. Jack war davon nicht begeistert, aber er gab alles. Und Kubrick sagte ständig, mehr, drastischer. Der Schauspieler braucht nicht viele Versuche, um zum Äußersten vorzudringen. Er steht selbst kurz vor dem Zusammenbruch. Während der 11-monatigen Dreharbeiten leistet er tagsüber Schwerstarbeit, nachts feiert er ausschweifende Partys. Doch nach jeder nächtlichen Eskapade erscheint er morgens pünktlich am Set. Er war sehr oft high, aber nie während der Arbeit. Er schaffte es immer, vor dem Dreh nüchtern zu sein. Oft schon vor dem Abendessen. Der blanke Horror, den Jack Torrance vermittelt, ist Kubricks Regie geschuldet. Aber ebenso dem psychischen und physischen Zustand des Schauspielers, der von seinen Dämonen gequält wird. Here's Johnny. Mit diesem Film zertrümmert Jack sein Image. Der beliebteste amerikanische Anti-Held wird damit zum schlimmsten Albtraum. Und Nicholson ein für alle Mal zur Kinolegende. Jacks Lächeln, als er in dieser Tür eingeklemmt ist, prägt das kollektive Bildgedächtnis. Er wird damit zur Comicfigur, zur Vorlage für Videospiele. Er inspiriert Rockbands, wird zum T-Shirt-Logo. Künftig ist das Nicholson. Dieser Mann und seine Grimasse, die gehobenen Augenbrauen. Er wird zu einer Art Super-Superstar. Wenn man jetzt einen Film mit Nicholson sieht, anders als etwa bei Bruce Willis oder Sylvester Stallone, dann sieht man ihn immer mit dieser Fratze. Er ist nur noch, man könnte fast sagen, seine eigene Karikatur. Aber eigentlich ist er eher ein eingefrorenes Bild seiner selbst. Diese Karikatur hat Jack Nicholson selbst erschaffen. Er macht sich nichts vor. Und so treibt er dieses Bild immer weiter bis zum Exzess. Jack. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Ein weiterer Jack, der schillernde Psychopath. Der Endpunkt einer Eskalation, die 15 Jahre zuvor ins Rollen kam. In der Psychiatrie von einer Flug über das Kuckucksnest. Die böse Comic-Kultfigur hatte nur auf Nicholson gewartet, um zum Leben zu erwachen. Ihr Schöpfer Bob Kane hat selbst das Foto des Grinsens aus Shining koloriert, erschüttert über die offenkundige Ähnlichkeit. Jack is a boy. Als kleiner Junge hat Jack Comics gesammelt. Er hat sie geliebt. Und jetzt kam die Gelegenheit, eine Figur aus seiner Kindheit zu spielen, die immer noch in seinem Kopf herumspukte. Und die Chance auf einen Mordspaß als Schauspieler. Und wir lieben es schließlich, wenn Jack herumtobt. Mit Batman erreicht Nicholson auch den Gipfel seiner finanziellen Ansprüche. Die Gage, die er fordert, entspricht seiner Art zu spielen. Ohne jedes Maß. Jacks Vertrag stand, falls der Film sehr erfolgreich wird und es viele Fortsetzungen gibt, erhält er eine extra Vergütung. Schließlich hat er dazu beigetragen, Batman zum Klassiker zu machen. Jack, where are you going? Daddy's going to make some art, darling. '89. Kaum angelaufen ist der Film ein Kassenschlager ohnegleichen. Der weltweite Vertrieb ist eröffnet. Jack steckt satte $60 Millionen ein.
Das hat es noch nie zuvor gegeben. Die Rolle macht ihn zum bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Sein neuer Spitzname, The Money. Ich bin sicher, dass er sich selbst liebevoll so genannt hat. Ich bin das Geld. Er verlangt die höchsten Gagen, weil er in Hollywood der größte Star mit den meisten Oscar-Nominierungen ist. Sein Name lockt die Leute in dieser Art von Filmen. Mit 50 Jahren, auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, hat Jack Nicholson alle Rivalen abgehängt. Er wird verehrt wie ein Gott und hat mehr Preise und Ehrungen abgeräumt als jeder andere Schauspieler seiner Generation. Nichts bleibt mehr zu beweisen, nichts zu wünschen übrig. Und dennoch, hinter der Fassade des Erfolgs lauert eine heimliche, verdrängte Frustration. Das bittere Gefühl, versagt zu haben. Jack Nicholson litt unter einer schweren Enttäuschung und Verletzung. Er sah sich immer als großen Schauspieler, der er ja auch geworden ist, auch als großen Autor und tatsächlich hat er an bedeutenden Drehbüchern mitgewirkt und auch als Regisseur, aber alle seine eigenen Filme waren Flops. ...1991 versucht Nicholson seinen Triumph mit Batman zu nutzen, um einen alten Traum zu verwirklichen. Er will eine Fortsetzung von Chinatown drehen. Der Film Die Spur führt zurück ist seine dritte Regiearbeit in 20 Jahren. Genau wie die beiden ersten, ein schmerzlicher Reinfall. Am Set von The Two Jakes hat er etwas gesagt, das mich umgehauen hat. Wenn dieser Film nicht funktioniert, höre ich auf. Ich sagte, was redest du denn da? Du bist doch noch jung, warum? Er meinte, wozu denn? Der Starruhm wurde für ihn zur Falle. Wenn ich großen kommerziellen Erfolg als Schauspieler habe, damit ein Vermögen machen kann und mir das leichter fällt, als Regie zu führen, dann frage ich mich natürlich, warum soll ich mich immer wieder damit aufreiben? Aber es hat mir immer leid getan, dass er nicht Regisseur geworden ist. Ich glaube, er hätte gute, wichtige Filme machen können. Das ist der Preis für den erträumten Ruhm. Jack scheint gefangen in der Figur Nicholson. In den beiden kommenden Jahrzehnten geht er kein Risiko ein. Oft ist er brillant, aber nicht mehr wirklich überraschend. Während die Jahre verstreichen, versucht er unermüdlich, das Image des Unberechenbaren aufrechtzuerhalten. Noch immer nicht zu bremsen, noch immer unwiderstehlich. In letzter Minute entgeht Jack der Falle des schönen Scheins, dank seines Kollegen Champagne. In dem jungen Schauspieler, der hinter die Kamera gewechselt ist, erkennt er sich wieder. Nur, dass Penn dort erfolgreich ist, wo er selbst gescheitert ist. Künftig lässt sich Jack bei seinen Drehbüchern von der eigenen Geschichte inspirieren. So gelingt es ihm endlich, sich vom Zerrbild der Karikatur zu befreien. Wie Freddie Gale, der Held aus Penns Film Crossing Guard, hat auch Jack die Frau seines Lebens verloren, durch eigene Schwäche. 17 Jahre lang erträgt Angelica Houston die Laster und Seitensprünge ihres Geliebten und seine Sexabenteuer. 1989 lässt sich eine seiner Eroberungen im Playboy über ihn aus. Irgendwann schwängerte er dann eine junge Schauspielerin. Angelica Houston erfuhr davon auf ziemlich demütigende Art und Weise. Und daraufhin trennten sie sich endgültig. Jack würde sicher einräumen, dass seine ständige Untreue Angelica gegenüber ein trauriges Kapitel in seinem Leben ist. Keine andere Frau war ihm jemals so nah. Wir hatten einen guten Tag, nicht wahr? Yes. Good times. No hidden agendas. None of the nasty bullshit you see with other people.
In Crossing Guard prallen Leben und Fiktion ein letztes Mal aufeinander. Doch nur auf der Leinwand lässt Jack Nicholson seine Sehnsucht und sein Bedauern durchscheinen. In der Öffentlichkeit präsentiert er sich freudestrahlend mit seiner neuen Lebensgefährtin Rebecca Broussard. Mit ihr möchte er nun in vorgerücktem Alter eine Familie gründen. Doch dieses Glück ist trügerisch. Er ist zu einer Paarbeziehung nicht imstande. Als Altmeister in der Kunst der Verstellung gibt er nur das zum Besten, was man von ihm erwartet. Sein legendäres Lächeln, seine unvermeidliche Sonnenbrille, sein Image. Jack always understood that wearing those glasses. Mit dieser Brille wollte Jack seine Seele vor den Blicken der Öffentlichkeit abschirmen. Sie hieß so viel wie: Hier ist die Grenze. That's where the wall is. He made a statement about that. Er hat sich einmal dazu geäußert. Er meinte: Ohne Sonnenbrille bin ich bloß ein fetter alter Glatzkopf. Aber mit Brille bin ich Jack Nicholson. I'm Jack Nicholson. I want to read a quote to you that a friend of yours allegedly spoke about you. He's profoundly lonely, permanently alienated, absolutely brilliant, and the nature of his brilliance confirms his isolation because it's the kind that's very hard to touch. He forces himself to escape from himself. You know, my recurring fantasy as an actor has always been that I would be in drunk in the gutter somewhere by myself, disgraced for some reason. You know, that's the ultimate fear. And so in that way, I keep the ability to be alone alive. And I don't know if that's smart or wise or what, but I do know that it seems to be a part of my nature. Im Grunde unterscheidet ihn nichts mehr von Jerry Black, dem Helden des Films Das Versprechen. Hinter seiner Maske ist Jack Nicholson ein einsamer Mann. Er stellt fest, dass am Ende nichts bleibt, dass alle Wünsche ins Leere gehen. Es kann keine Lösung geben, keinen Garten Eden. So bleibt am Ende nur ein Ausweg, zu verschwinden. Das ist die Zukunft der Figur, die Nicholson spielt. Nach seinem letzten Film im Jahr 2010 ist Nicholson nicht mehr auf der Leinwand zu sehen. Den Rest seines Lebens verbringt er lieber im Verborgenen. So vollendet der letzte Riese Hollywoods seine eigene Legende.